dann, glaube ich, 3 Satzbälle, 15-40. Machen es nicht. Bin dann kein gutes Camper, sonst frei mit weniger aus den Aufschlägen. Ganz gut retourniert, kriegen das Refekt zu 0. Dann bei 5-4 nochmal Satzball oder Rosol funktioniert. Und dann spiele ich auch bei meinem Aufschlag ein schlechtes Game mit 2 Doppelfeldern. Und ja, dann kriegen wir das Break und das sagt sich weg. Und da ist es uns einfach entglitten, bei 5-3 den Sack zuzumachen. Und das hat das ganze Momentum hat dann gewechselt. Und ich bin überzeugt, wenn wir den ersten Satz gewinnen und den 6-3 zu Ende spielen, dass wir dann das Match gewinnen. Wie schaut es denn jetzt aus? Ist das jetzt trotzdem, gibt es irgendwas Positives auch mit dieser Woche zu sagen? Ja, man kann sich vorstellen, wenn man viermal da verliert, dann gibt es kurzfristig sicherlich nicht sehr viel Positives, aber am Ende vom Tag war es ein Finale. Ich glaube, ich kann mit meiner Leistung in dieser Woche zufrieden sein. Von dem, was ich gespielt habe, vom Ergebnis unterm Strich nicht. Das hätte man sicher mehr erwartet. Wenn man anschaut, wer bei dem Turnier mitgespielt hat, mit Bea Soares, klar, zweites bestes Doppel der Welt, die Polen, Fürstenberg, Matkowski und Murray Pierce, ja, dann ist ein Finale okay. Aber ja, natürlich wird man dann irgendwann auch mal gewinnen. Nächste Woche letztes Turnier in Basel, ne? Mit Oliver Maher auf diesem Mal, ne? Ja. Was ist da zu erwarten noch? Ja. ich habe 10 gespielt gegen Fleming Murray, die sehr eingespielt sind in der Halle, nachfestimisch zu schlagen. Gehen wir sicher als Außenseiter rein. Wir werden unser Bestes versuchen. Paris wird sich nicht mehr ausmachen, oder? Paris habe ich keinen Cut. Der erste Cut ist 58. Kann noch eventuell on-site reinkommen am Samstag. Das würde ich aber nur machen, wenn ich wirklich einen sehr guten erwische. Ansonsten möchte ich das Saison beenden. Vielleicht noch eine Frage zur Vorbereitung jetzt da mit doch etwas älterem Alter schon. Ist das, hat sich da was geändert oder bleibt das genau gleich? Muss man ein bisschen besser haushalten oder wie macht man das? Ja, sicherlich. Es ist so, dass ich keine 4-5 Stunden mehr am Tag trainieren darf in der Vorbereitung. Wie du schon richtig gesagt hast, muss man schon ein bisschen schauen auf den Körper. Für weniger Zeit am Platz verbringen, aber das so gezielt und spezifisch wie möglich. Und das, die Sachen, die es zu verbessern gibt. Ja, beim Michael Oberleiter und beim Martin Gaffinger. Leider hat er keinen fixen Partner, zumindest wird er wahrscheinlich nicht extra 100 für das Getoppe. Nein, das ist, aber gut, das ist sowieso grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Das wäre bei den Turnieren dann einfacher, das zu gestalten, so wie das die anderen auch machen. Nur es geht in dem Fall mit einem Einzelspieler dann halt auch schwierig, weil der einfach dann auch viel Bock hat, doppelt zu trainieren, wenn der Fokus am Einzelnen liegt. Und es aber dafür ein bisschen mehr Zeit für die Familie, das ist ja auch schön, oder? So ist es der Fall. Oder welche Spieler sind eigentlich noch beim Eng? Der Alex. Der Alex und dann einige Junge. Ja, genau. Also in der Vorbereitung werde ich wahrscheinlich hauptsächlich mit Alex trainieren. Aber für die spezifischen Sachen, da kann man auch Junge hernehmen, die dann einfach das spielen, was ich brauche oder woran wir trainieren wollen. Vielleicht noch eine Frage. Großes Ziel für das Jahr 2014, gibt es da was? Nein, ich hab immer gesagt, solange ich keinen fixen Partner habe, ist es einfach, muss ich persönliche Ziele für mich setzen. Persönliche Ziele ist, dass ich mich versuche weiterzuentwickeln und dass ich auch in dem Alter noch versuche besser zu werden. Und das ist das, warum ich jetzt jeden
jeden Tag rausgehe und mein Bestes versuchen will. Ich glaube daran, dass es möglich ist. Und ja, was dann unterm Strich rauskommt, das ist immer schwer zu sagen. Nochmal mithelfen, vielleicht mit dem ÖTV-Team zurückzukehren in die Welt, oder? Wenn ich einberufen will, auf jeden Fall. Danke. Gerne.